Kennt ihr das? Cocktails, die man gerne trinkt, weil sie einen vielleicht an irgendwas von früher erinnern oder einem einfach gut schmecken, die aber nicht mehr so sind, wie wir uns heute einen guten Cocktail vorstellen? Bei mir ist das der Frozen Strawberry Daiquiri. Wie man den auf eine klassische Art und Weise, also ohne Mixer und nicht als Slushy zubereitet, das seht ihr jetzt in diesem Video. Willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und heute möchte ich euch eine neue Kategorie von Videos auf diesem Kanal vorstellen, und zwar die Twists, Riffs und Quickies. Das sind Abwandlungen von klassischen Cocktails, die wir hier im Kanal schon ausführlich mit ihrer Geschichte und ihrer Zubereitungsart behandelt haben, wo es aber eine Abwandlung, einen Twist gibt, der es wert ist, ein eigenes Video zu sein. Und der erste Drink, den wir in diesem Format zubereiten wollen, ist der Strawberry Daiquiri. Das Video zur Geschichte und Zubereitung des klassischen Daiquiris verlinke ich euch hier. Und so können wir uns heute ausschließlich dem Strawberry Daiquiri widmen. Bevor wir mit dem anfangen, habe ich aber noch eine Bitte. In den YouTube-Analysen können wir sehen, dass dieser Kanal in der kurzen Zeit, die er bisher existiert, schon 1700 Zuschauer angezogen hat. Leider haben wir nur knapp 180 Abonnenten. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Zahl steigern könnten. Also bitte ich alle, die zusehen, die öfter zusehen, die gerne zusehen, abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn ja, mehr Zuschauer, mehr Abonnenten, das bringt uns auf jeden Fall weiter. Ja, der Frozen Strawberry Daiquiri. Das ist so etwas wie mein Guilty Pleasure Cocktail. Also das, ja, das peinliche Vergnügen, das schuldige Vergnügen. Als ich mit Cocktails mit dem Besuchen von Bars vor über 20 Jahren angefangen habe, habe ich den in der Luna Bar in Frankfurt häufig getrunken. Aber heute ist einfach das Trinkerlebnis von so einem Frozen Daiquiri nicht mehr das, wie ich mir das vorstelle. Die geschmackliche Kombination von Rum, Erdbeeren, Limette und Zucker, die finde ich aber ganz fantastisch. Und deshalb wollen wir heute mal schauen, wie wir das auch ohne Mixer hergestellt bekommen. Ein Strawberry Daiquiri wird in der Regel deshalb als Frozen-Variante hergestellt, weil sich Erdbeeren durch Muddeln, durch reines Muddeln nicht besonders gut auflösen und sowohl Farbe als auch Aroma nicht in dem Maße abgeben, wie man sich das wünscht. Wenn man sie jetzt nur in den Mixer bringt, ohne da Eis zuzugeben, dann hat man nicht so ein cleanes Ergebnis, wie man das bei einem Daiquiri eigentlich gerne haben möchte. Na, dann hat man feine Erdbeerstückchen im Drink. Und deshalb macht man eben üblicherweise dann noch Eis mit rein und bereitet das so als Slushy zu, weil es dann einfach nicht so auffällt. Aber ich möchte heute gerne einen sauberen, klaren Daiquiri zubereiten, der richtig toll nach Erdbeere schmeckt, aber eben ohne Eis straight up im Cocktailglas serviert wird. Also ist die Frage, wie bringt man jetzt den Geschmack und die Farbe von den Erdbeeren in so einen Drink? Und die einfachste Variante davon ist, Erdbeeren in Rum einzulegen. Dafür habe ich 250 Gramm Erdbeeren kleingeschnitten, habe 250 Milliliter Rum in ein Einmachglas gegeben, so eins hier, und habe das Ganze 7 Tage stehen lassen. Und der Rum zieht dann schön die Farbe und auch den Geschmack aus den Erdbeeren. Ihr seht es hier, die Erdbeeren sind nur noch so blassrosa, altrosa. Wenn ihr da einen schönen Rum wie den Plantation dazu benutzt, dann bekommt ihr am Ende einfach einen richtig schönen Erdbeerrum. Wichtig ist, dass ihr das Glas, in dem ihr eure Mischung angesetzt habt, mit einem Handtuch abdeckt, dass es keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt ist. Und wenn die 7 Tage dann rum sind, dann filtert man das Ganze durch einen Kaffeefilter. Ja, und dann erhält man einen solchen klaren, schönen, roten Erdbeerrum. Und der ist die Grundlage für den Strawberry Daiquiri, den wir heute machen wollen. Das klassische Rezept von einem Daiquiri 6-3-2, also 6 cl Rum, 3 cl Limettensaft und 2 cl Zuckersirup, habe ich dafür ein bisschen angepasst, denn der Erdbeerrum ist süßer als ein normaler Rum und wir wollen das Erdbeeraroma ja stärker betonen. Deshalb habe ich ein bisschen vom Zuckersirup weggenommen und auch ein bisschen vom Limettensaft reduziert und dann gibt es ein richtig schönes, rundes Ergebnis. So, dann fangen wir mal an. Wir brauchen unseren Shaker, wir brauchen unseren Messbecher. Wir beginnen mit 1,5 cl Rohrzuckersirup. Ihr wisst, normalerweise nehme ich gerne einen braunen Rohrzuckersirup, weil wir hier aber eine schöne, klare Präsentation haben wollen und dieses satte Rot im Drink haben wollen, habe ich mich in dem Fall jetzt für einen weißen entschieden.
So, weiter geht's mit Limettensaft. Frisch gepresst, in dem Fall nehmen wir 2 Zl. Und von unserem schönen Erdbeerrum nehmen wir 6 Zl. Ja, riecht schon ganz fantastisch. Schön erdbeerig, aber eben auch mit der Rumnote. So, dann kommt jetzt Eis in unseren Shaker. Das reicht. Wir machen den Shaker zu und wir geben dem Ganzen 15 bis 20 Sekunden. So, der ist schön kalt und gut zu. Jetzt brauchen wir noch eine gekühlte Kupette. Die hier ist warm und deshalb tausche ich die jetzt mal aus. Ja, so soll die aussehen, damit wir keine Eiswürfel im Drink brauchen. Und dann seihen wir jetzt unseren Daiquiri doppelt in die Kupette ab. Ganz tolle Farbe. Jetzt kriegt es noch ein kleines Erdbeerchen als Deko. Hier die Blätter noch mal ein bisschen zurechtzupfen. Und dann habe ich hier für euch ein Strawberry Daiquiri, der ganz ohne Crush Eis auskommt. So, jetzt schauen wir mal. Genauso wie man es haben will. Süß, richtig erdbeerig, sauer, aber ein ganz schönes Mundgefühl. Er ist richtig schön kalt. Er hat so eine ganz leichte Cremigkeit, aber eben keine Eisstückchen. So muss einem der Strawberry Daiquiri nicht peinlich sein. Ehrlich gesagt, eigentlich muss euch gar kein Cocktail peinlich sein. Wenn es euch schmeckt, dann ist es genau das Richtige. Mein Ding sind frische Zutaten. Mein Ding ist eine cleane Präsentation. Und ich glaube, das haben wir hiermit heute erreicht. Ich lege mich jetzt in den Garten, genieße den Strawberry Daiquiri. Ich freue mich, wenn ihr den nachmixt und mir in die Kommentare schreibt, wie er euch geschmeckt hat. Ansonsten freue ich mich über ein Like für das Video, über ein Abo des Kanals und eine Aktivierung der Glocke. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut in unserer Facebook-Gruppe Cocktails und Barkultur vorbei. Da gibt es ganz, ganz viele weitere Anregungen und eine tolle Community für den Austausch. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.